Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Lilly-YouTuber. Ich bin's, Tana, und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es weiter mit Sommerhaus der Stars Folge 4. Folge 4 ist ein bisschen krasser als Folge 3, denn hier liegt der Tiefpunkt der Beziehung von Vanessa und Alex. Wir hatten ja letzte Folge analysiert, dass der Alex eine negative Schemaaktivierung hat, weswegen er aggressiv wird und sein Regelsetzerverhalten kommt durch. Das passt natürlich Vanessa nicht und Vanessa wehrt sich. Das Kniffgate, wisst ihr ja. Er versucht, das Ganze runter zu bagatellisieren, dass es kein Kneifen war, sondern nur Anstupsen. Und die Vanessa sagt halt, dass es Kneifen war. Aber auch Vanessas Meinung wird sich ändern im Laufe der Folge. Das werden wir uns gemeinsam nochmal angucken. Claudia Obert ist mit Max rausgeflogen. Sie wurde nominiert. Ist auch richtig so, weil die Verbitterung sollte ein Ende haben. Man sollte sie irgendwie nicht mehr in der Show haben. Ich finde, das, was sie von sich gegeben hat, geht überhaupt nicht. Heute mal wieder ein bisschen was zu mir, wie es mit meiner Trauerbewältigung weitergeht. Es wird immer besser. Heute habe ich so ein paar Ordner geleert. Dabei waren auch meiner Großmutter ihr Schwerbehindertenausweis, hatte ich ja beantragt. Und der ging ja nie durch. Ich habe ja tausendmal irgendwie versucht zu widersprechen. Hat nie geklappt, obwohl sie das echt nötig hätte. Aber gut, jetzt ist sie weg. Und die Behörden freuen sich jetzt wahrscheinlich. Das hat sie auch gesagt. Irgendwann freuen die sich. Wir sind nur noch eine Nummer, hat sie gesagt. Wir haben keinen Wert mehr, hat sie immer gesagt. Also sie meinte immer, zwar ist die Würde des Menschen unantastbar, aber heutzutage hat sie immer gesagt so, nee, das sollte umgeschrieben werden, weil wir haben keine Bedeutung mehr für die Behörden, für den Staat. Wir müssen nur noch Gewinne erbringen. Und ja, das hat sie immer gesagt. Und das finde ich, also jetzt fällt es mir umso mehr auf und ich denke immer so, wow, also sie hat echt recht gehabt mit dem, was sie gesagt hat. Man hätte da viel mehr drauf hören sollen. Ich habe immer gesagt so, ja, Oma, komm, übertreib die Lage nicht und so. Du hast recht, ja, hat sie auch. Aber jetzt ist es noch umso doller, umso mehr merke ich das, wenn ich hier, ich gucke keine Nachrichten mehr übrigens. Ich beschäftige mich damit nicht, weil es mich einfach nur runterzieht. Und politisch würde ich mich gerne zu ein paar Sachen äußern, aber denke so, bringt es was, bringt es nichts, weil ich mich auch dort versuche einzusetzen, aber irgendwie tut sich nichts wirklich. Ja, meine Lieben, wir machen weiter, wir gucken uns Folge 4 an. Falls du natürlich noch mal Kanal bist, über ein Abo würde ich mich freuen. Ein Daumen nach oben, natürlich Kommentare und falls du natürlich ganze Folgen streamen möchtest, unten in der Beschreibung findest du einen Link zu rtlplus.com, da kannst du auch die ganzen Folgen streamen. Du kannst mir natürlich auch über Insta folgen und auf TikTok. Und jetzt geht's wie immer los. Ich konnte sehr schlecht schlafen und mich gefragt, wie ich so weit kommen konnte, dass eine Partnerin einen so ausliefert. Nein, sie hat dich nicht ausgeliefert, sie hat sich gewehrt. Für Alex ist das natürlich respektlos, illoyal, aber dabei hat sie sich wirklich nur gewehrt. Diese ganzen heftigen Schemaaktivierungen hat er ja erlebt, weswegen er jetzt so denkt, weswegen er wütend ist und nicht verstanden wird. Er sagt ja auch, dass man halt in der Beziehung halt alleingelassen wird, hintergangen wird. Das sind halt so diese negativen Schemaaktivierungen. Im Grunde genommen werden die Selbst- und Beziehungsschemata auf seinem frustrierten Solidaritätsmotiv ausgeübt. Und das stellt er auch zur Schau. Und des Weiteren werden wir es auch erleben, weil er möchte halt weiterhin, dass die Vanessa ihm gehorcht. Aber in dieser Folge wird es halt richtig ausarten, weswegen sie auch den Tiefpunkt ihrer Beziehung erleben werden. Wir müssen dringend reden. Komm bitte mit. Jetzt im Nachhinein möchte er mit Vanessa reden. Vanessa ist halt genervt. Sie möchte ein bisschen in Ruhe gelassen werden. Sie braucht ihre Privatsphäre. Aber Alex möchte die ganze Zeit sie kontrollieren und maßregeln. Das, was gestern passiert ist, ich kann das immer noch nicht glauben. Was denn? Was stört dich in der ganzen Sache denn, was ich gesagt habe? Als ich dich angestupst habe. Alex versucht weiterhin, das Ganze runter zu bagatellisieren. Vanessa sagt, es war Kneifen und er sagt Anstupsen. Es wird wahrscheinlich irgendwas in der Mitte gelegen haben, dennoch geht es nicht. Wir wissen ja, zwar individuell in Beziehungen kann man das ja absprechen, aber gerade hier,
wusste Vanessa von dieser Vereinbarung ja überhaupt nichts. Und Alex denkt halt, dass das die allgemeine Regel einer Beziehung, ne? Ein Regelsetzerverhalten ist halt nicht rechtfertigen. Und ich finde auch super, dass Vanessa auch sagt so, nein, das geht nicht. Aber du hast mich auflaufen wann lassen. Wann fängst du mal an, dir mal was einzugestehen? Ich würde dich niemals auflaufen lassen. Und? Du hast mich hintergangen. Und er denkt wirklich, sie hat ihn hintergangen. Dabei hat sie einfach nur ihre Grenzen gezeigt, dass sie das nicht haben möchte. Zwar hat das Kamerateam eigentlich das nicht gesehen, aber sie hat das nochmal erwähnt, dass sie gekniffen wurde. Und das passt natürlich Alex nicht, weil er ist ja ein PR-Mensch auch und er möchte immer, dass alles so gut aussieht, dass sie perfekt ausschauen, aber das geht ihm halt jetzt durch den Strich. Dann ist es so. Dann weiß ich nicht, warum du mit mir hier reden möchtest. Ich will, dass du dir bewusst machst, was du gestern getan hast. Was hast du denn getan? Ich habe versucht, dich vor deinem Fehler zu bewahren. Und wieder versucht er ihr einfach klarzumachen, ich wollte dich befreien, ich wollte dir klarmachen, wir reden nicht mehr über Valentina, deswegen habe ich dich gekniffen, ich habe es doch nur gut gemeint. Er hat immer seinen Blick sehr egoistisch, aber Vanessa sieht das nicht so, weswegen sie auch direkt ihre Position erklärt. Aber er versteht das nicht. Es ist halt sein Regelsetzerverhalten, der wieder durchkommt. Geh! Wie soll ein Mensch mit dir sprechen, wenn Geh, du ständig Alter. So Geh, sind mal weg, Alter! Hast? Guck, was ist das für ein Verhalten? Wie so ein kleines rebellierendes Kind hat er einfach die Gartenmöbel weggetreten. Er ist sehr impulsiv, sehr aggressiv. Zwar hat er daran gearbeitet, und bis jetzt lief es eigentlich ganz gut Valentina gegenüber. Ab jetzt bricht irgendwie sein Kartenhaus zusammen, weswegen er hier auch ausartet und einfach aggressiv wird. Und weil du schreist. Nein, weil du aufstehst. Ich lasse mich nicht anschreien. Das muss, Alex, das muss aber wirklich nicht sein, hier rumzuschreien. Alex, ja, ich lasse mich doch nicht anschreien. Nein. Erik, natürlich auch alle anderen, hat es mitgekriegt. Und Erik wollte einfach auch den Ton angeben und auch sagen, so von wegen, das geht nicht. Was ich auch eigentlich ganz gut finde. Später mischen sich die Stehtsfests ein und sagen was zu deren Beziehung, was ich ein bisschen zu viel finde, aber das werden wir uns gleich nochmal angucken, das zusammen analysieren. Er ist wütend, er kann es nicht auf sich sitzen lassen. Er möchte sie halt maßregeln und das schafft er halt nicht. Weswegen er hier einfach wütend auch weint und auch das Lattenrost zusammenpresst. Also seine Impulsivität, seine Aggressivität sehen wir hier nochmal. Ich habe es ja gleich gesagt bei dem aggressiven Hochfahren, dass das nicht normal ist. Ich wusste sofort, dass Alex so ein Macho ist, der einfach Ego-Probleme hat. Ja, das hat der Erik sehr gut gesehen. Er hat ja von Anfang an auch immer analysiert. Und er lag bei sehr, sehr vielen Sachen schon richtig, finde ich. Er zeigt extrem Empathie und beobachtet und analysiert alles sehr gut. Ich wurde laut, weil ich nicht gehört werde. Weil ich vielleicht dann auch die Stimme nicht bekomme, weil mir ins Wort gefallen wird die ganze Zeit. Und dann muss ich lauter werden, um sie zu übertönen. Und dann heißt es, warum schreist du? Und das ist das Problem. Und wenn es nicht anders geht, ich will gar nicht wissen, wie du dann mit deinen Kindern in Zukunft umgehen möchtest, dann schreist du einfach. Damit du sie maßregeln kannst. Das sind so typisch Regelsetzerverhalten. Die mögen gerne alles bagatellisieren, diese Menschen, und denken, ihr Handeln ist richtig. Die runterbagatellisieren das Ganze. Genau wie hier, vom Kneifen zum Anstupsen. Es gibt eigentlich tausend andere Wege, wie du deiner Frau oder deiner Partnerin sagen kannst, dass das nicht in Ordnung ist. Mit offener Kommunikation, lieber Alex. Hast du das schon mal versucht? Weil man mir nicht glaubt, weil ich der maskuline Mann bin. Deswegen. Und das stört mich. Und das weißt du. Und du hast drauf geschissen. Mimimi. Vielleicht musst du einfach mal selbst reflektieren und dieses ganze Regelsetzen und dieses ganze Maßregeln deiner Freundin gegenüber mal einfach abschütteln. Ich kann nicht Du hast mich schön richtig reden. Verraten. Nein, hab ich nicht. Hast du? Nö. Du kannst es nicht nachempfinden. Nö. Dann lass dich. Du hast es einfach bestätigt gestern. Okay. Er ist halt derbe enttäuscht und durchlebt immer noch diese heftige negative Schemaaktivierung. Aber da kann Vanessa nichts für. Bei den anderen Formaten hast du ja auch genauso gehandelt, obwohl ich ja mal sage, so, ich möchte das nicht in Vergleich ziehen, weil einige auch in meinen Kommentaren geschrieben haben, ich vergleiche das Ganze, das ist ja armselig, man sollte das nicht tun. Er ist jetzt ein neuer Mensch, er verbessert sich. Ja, er versucht sich zu verbessern, aber ich bin der Meinung, dass ein Mensch sich erst verändern sollte oder damit umgehen sollte und dann in so einem Format mitmachen sollte. Weil ich meine, die Leidtragende ist hier die Vanessa. Klar ist die Vanessa auch nicht ohne,
Sie manipuliert auch, aber nicht so schlimm wie Alex. Sorry, dass ich es bestätigt habe, weil die Kamera gesehen hat, dass du das gemacht hast in dem Moment. Das ist, glaube ich, das, was dich eher stört. Mit dir reden, Mann. Nicht die Kamera hat es gesehen, sondern Vanessa, du hast es nochmal gesagt, weil wenn ich mir die Szene angucke, fällt mir eigentlich nichts Großes auf. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass er dich gekniffen hat, weil du hast dich irgendwie nicht bewegt, als hätte er dich gekniffen oder angestupst. Du bist da einfach so stehen geblieben und hast es im Nachhinein gesagt, dass er dich gekniffen hätte. Ich bin mit meiner Performance an die Wand gefahren. Ja, du bist heftig gegen die Wand gebrettert. Wir werden nie Freunde. Das muss ja nicht sein. Es gibt 8 Milliarden Menschen auf der Welt, die können nicht alle meine Freunde sein. Das stimmt. Das finde ich übrigens super, dass die sich trotzdem verabschieden und sich nicht irgendwie in die Ecke stellen. Claudia Obert nimmt das gelassen. Wie meine Oma schon immer gesagt hat, wir müssen uns nicht lieben, wir sollten uns auf jeden Fall respektieren und das tun sie hier auch. 2 Reality Queens werden getrennt. Schade, aber auch, mein Gott, die Arme, ehrlich. Oh, das tut mir jetzt richtig leid, Valentina. Wir stehen fest, die anderen sitzen weich. Und wo sind die gasförmigen und flüssigen? Liebe Stars, willkommen im Spiel Richtig Einlochen. Ja, das nächste Spiel beginnt. Es heißt Richtig Einlochen. Also hat immer irgendwie so einen sexuellen Hintergrund, finde ich. Die Anfangsbuchstaben der Antworten befinden sich auf den Bällen, die in das jeweilige Loch gerollt werden müssen. Das schnellste Paar gewinnt und ist vor der nächsten Nominierung geschützt. Ich bin gespannt. Okay. Du bist der Leader. Ich mach, was du sagst. Also ein bisschen dependent ist der Erik auch, ne? Finde ich. Übrigens ist das auch ein krasses Spiel, weil die müssen sich so ranhängen. Ich glaube, die Männer koordinieren das Ganze, ziehen das runter, die Seile. Also da braucht man wirklich ordentlich Muskelkraft. Gerade die Unterarme spielen eine ganz große Rolle. Ich bin mal gespannt, wie das Alex schafft, weil er ist ja so richtig muskulös. Ne? Der müsste eigentlich der Beste hier sein. Frage 1. Woran erkennt man einen Sprichwort nach den Johannes des Mannes? An der Nase. Also ein N geht auf die 1. Und so sieht's aus. Die beantworten diese 6 Fragen und müssen auch die Bälle in diese Löcher positionieren. Das ist halt nicht leicht, ne, das Ganze zu koordinieren. Da muss man halt Fingerspitzengefühl zeigen. Ich sag mal so, Zico hat eine große Nase. Das wollten wir jetzt nicht wissen, liebe Pia. Welches Gemüse raubt einer Prinzessin in einem Märchen den Schlaf? Denk nach, spiel alle Märchen durch. Don Röschen schläft, weil sie den Apfel gekriegt hat. Du weißt schon, dass der Apfel kein Gemüse ist, liebe Valentina, oder? Überleg jetzt. Du bist doch der jeden Tag im Garten Obst sucht. Ich esse Chili Cheese Nuggets. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie wirklich keine Ahnung von Obst und Gemüse hat, ne? Weil sie meint ja auch, ich bin keine, die kocht. Ich lasse mich bekochen und gehe essen. Erbse. Nee, Prinzessin auf der Erbse. Ja, Prinzessin auf der Erbse. Boah, gut geraten, wirklich. Was ist der medizinische Begriff für die Gebärmutter? Uterus. Was? Uterus? Uterus habe ich noch nicht gehört. Und das wisst ihr nicht? Das kennt ihr nicht? Wo wart ihr denn in der Schule? Du musst jetzt geben. Ja, gib mir doch mal, Alter. Ja, wie zu Hause, gib es mir doch einfach mal. Ja. Richtig. Meinte sie jetzt so richtig geben oder was meinte sie damit? Komm bitte, ich hab dich nicht umsonst beim ersten Date genommen. Ist doch nichts Schlimmes, ich kauf doch nicht die Katze im Sack. Ah, und jetzt wissen wir auch, dass die beim ersten Date schon miteinander gemacht haben. Wie bezeichnet man eine paarungsbereite Katze? Soll ich wissen, was eine Katze ist? Katzen hassen mich. Achso, ja, das habe ich auch vermutet bei dir. Also ich hätte nichts anderes erwartet. Valentina, ich hab eine Katze. Mein Schnuckiputzi. Ich kann nicht mehr lange, ne? Ich lass gleich los. Ach, meine Güte. Ja, sorry. Ach, come on. Mi, mi, mi. Mi, 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 mi. Ja, der Erik, der schafft das nicht mehr. Das ist natürlich sehr, sehr anstrengend. Und die Edith nimmt das so auf die leichte Schulter, ne? Also ich glaube, das ist schon ziemlich hart da, die ganze Zeit das zu koordinieren, festzuhalten. Da bekommt man schon krasse Muskelkater. Schatz, es ist schwer, Mann! Boah, sorry, entspann aber dich mal. Ich als Frau mach das. Du chillst da dein Leben? Also hör auf mit den dummen Kommentaren. Wieder, und wieder mache ich nichts beim Spiel. Ich stehe hier einfach nur. Ja, sie denkt immer, sie ist die Versagerin. Ne? Sie ist immer diejenige, die in die Opferrolle schlüpfen muss. Sie kennt das, glaube ich, überhaupt gar nicht anders. Und Valentina, du stehst da einfach, hältst dich nur fest. Also er ist derjenige, der das Ganze wuppt. Er zieht an den Bändern, damit das so hoch geht. Und also
Also Valentina denkt, glaube ich, auch, dass sie die Kraft ist, die das Brett lenkt. Dabei macht es nur Can. Sag mal! Es ging nicht mehr, habe ich doch gesagt. Soll ich bei Ninja Warrior mitmachen? Ja, bitte. Ich glaube, es ist besser so. Ach, Erik will jetzt bei Ninja Warrior mitmachen. Ich möchte da auch mitmachen. Was ist das Letzte? Was ist, wenn wir das R an die 5 tun? Was ergibt, was ist ein Wort mit R, wenn wir diese Buchstaben haben? Renner. Rüdiger. Rudolf. Oder vielleicht Rotzlöffel. Hey, nicht weinen. Tut mir leid, ich... Du hast dein Bestes gegeben, okay? Oh, Pia konnte es auch nicht mehr halten. Aber ich finde es total süß, ne, wie der Zico sich um die Pia kümmert. Mann, ist nicht unser, nee. Was willst du machen? Wir haben alles gegeben. Eigentlich habe ich nur die Bälle angeschrien. Zum Glück hast du nur die Bälle angeschrien, sonst schreist du dir mal die Carina an. Untreu! Untreu, ja. Ja! Umarm mich jetzt. So umarm mich jetzt. Mein Schoßhündchen. Meine Chanel-Tasche. So einfach. Und jetzt müssen sie das auch noch eklig zelebrieren. Es war alles so einfach. Ja, wir haben unsere Probleme mit dir reingenommen und das hätten wir nicht machen müssen. Wir hätten eigentlich, es war noch zu früh. Also auch nach 5 Jahren wird es bei euch nicht besser, wenn der Alex nicht in eine Einzeltherapie geht. Willst du den allen diese letzte Meinung über uns hier lassen? Immer die anderen, also dieser PR-Mensch kommt immer raus, dieser Regelsetzer kommt raus, von wegen, was denken die anderen darüber? Wir müssen perfekt ausschauen für die anderen. Also ihr müsst halt mehr an eurer Beziehung arbeiten und nicht für die Leute gut ausschauen. Oder perfekt ausschauen. Ich möchte nicht, dass die Beziehung hier kaputt geht. Wir müssen uns wieder flicken, dass wir uns aufbauen, dass wir uns vertrauen, dass wir uns Mut schenken, Energie schenken. Ja, wir müssen gar nichts. Wir sollten versuchen, an unserer Beziehung zu arbeiten. Wir sollten, oder du solltest versuchen, dass du deine Freundin nicht so maßregelst. Habe ich etwas für dein Outfit? Das ist dein Outfit. Ja, ich weiß nicht, wie lange das gehen wird, ne? Diese Versöhnung. Uterus! Uterus, ja, sehr gut. Dann hau den Uterus. Ey, Uterus ist so Arschloch. Nein. Alles klar. Wie nennt man ein konstantes Piepen im Ohr? Tinnitus. Tinnitus. Also ich hab's eher im Auge, glaube ich, wenn ich Sommerhaus der Stars gucke. Ich sehe lauter Pfeifen. Dann sag mir, wie du es möchtest, damit du es hinkriegst. Gar nicht mehr. Meine Unterarme sind zu. Von den verfickten Bohren. Er kann natürlich mit der Situation überhaupt nicht klarkommen, weil er das Band nicht oder die Bänder nicht halten kann. Und deswegen sagt er jetzt, gestern hatten wir das Bohrenspiel, wo er die ganze Zeit die Decke bohren musste, um durchzukommen und hier halt keine gute Performance zeigen kann. Welches Facharzt ist das? Ist für den Hohn zuständig? Das ist der Ökologe. Nein! Ja, das ist der Umweltologe. Genau, Maurice. Wir können doch erstmal die anderen machen. Wie gesagt, du redest auch das nicht. Ist du doch hängst da einfach für dich und boxt rum wie ein kleines Kind gerade. Also, ich finde, es ist nicht so schön. Ich sag ja, diese Spiele spiegeln deren Beziehung wider. Und Vanessa ist auch eklig ihm gegenüber. Also, sie provoziert ihn auch. Du schickst halt nicht, wir müssen Gas geben oder es geht nicht. Wir müssen, Schatz, siehst du die Narbe hier? Siehst du die Narbe hier? Es geht nicht. Ja, sieh hier, guck doch hin! Mein kaputter Arm! Ja, dann müssen wir halt aufhören. Nee, wir hören nicht auf, aber dann gib Gas und hör auf rumzumeckern hier. Der Maurice sucht auch die Schuld bei Ricarda, falls sie verlieren. Er hat ja auch so diese Versagerschemata, weswegen er nicht verlieren möchte. Wahrscheinlich war er des Öfteren, hat er versagt bei sehr, sehr vielen Sachen in der Vergangenheit. Aber hier möchte er unbedingt gewinnen und hier möchte er zeigen den Leuten von wegen, ja, ich schaffe es, ich bin gut, aber falls wir es nicht schaffen, bekommt die Schuld Ricarda. Bist du doof? Ja, müsst halt er da oder eh rausholen. Bist du gerade komplett im Arsch? Also deren Beziehung oder deren Spiel oder wie sie miteinander hier umgehen, ist auch sehr unterirdisch. Ganz schlimm. Vor allen Dingen Maurice, werden wir jetzt gleich erleben, er ist sehr, sehr vom Verhalten her abwertend der Ricarda gegenüber. So mach das. Tee, bitte raus zu dir. Hier, verfickte Scheiße. Ey. Mach jetzt runter. Beide runter, bitte. Heftig. Weil ja die Vanessa das letzte Mal im Interviewraum gesagt hat, dass er sie gekniffen hat, er sieht das ja als illoyal, respektlos ihm gegenüber, möchte er hier jetzt sie bestrafen. Und das tut er auch, indem er den Ton angibt. Und Vanessa mag das überhaupt nicht. Aber er denkt halt, damit kann er sie halt bestrafen. Aber
Das ist halt so ein Aufschaukelungsprinzip bei denen und das wird nicht besser. Der Umgang zwischen denen wird schlimmer. Da würde ich mich so verhalten wie du runter. Gerade. Da müsste ich mir schon runter, was anhören. Runter, diskutier nicht! Guck runter. Mal, wie du bist, ey. Beide runter! Respektlos. Sehr respektlos, impulsiv und aggressiv. Aber Vanessa hat ja auch angefangen damit oder hat ein bisschen schon Öl ins Feuer gegossen. Bitte denk bitte einmal nach. Einmal, bitte wie komm. Einmal das. Nachdenken. Mann, du weißt, wie ich das jetzt meine. Komm, bitte. Warte, okay, warte. Immer ist er der Intelligente, der Kluge. Er denkt, er kann uns damit manipulieren oder uns zeigen von wegen, dass er der Schlauste ist. Nein, Maurice, ich sehe eigentlich die Intelligentere und Schlauere in Ricarda. Untreu! Ja! Ja, ja was, ja, Mann? Mein ja. Scheiß Armer. Ach, mein Armer. Also der Maurice hat eine Verletzung hier am Arm, haben wir auch gesehen, da war eine krasse Naht. Also es kann gut angehen natürlich, dass er da Probleme hat beim Halten und das ist ja kein so leichtes Spiel, finde ich. Bei Alex haben wir es ja auch gesehen, obwohl er so ein Muskelprotz ist. Aber er freut sich nicht wirklich erst, weil eventuell Ricarda ja das Lösungswort gesagt hat. Meine Unterarme tun weh! Ja, und kann ich was dafür? Sag mir, welchen Buchstaben wohin? Glaubst du, andere schreien die Frauen dann auch so an? Nee, welchen Buchstaben wohin, Mann? Guck, wie du bist. Nee, ganz ehrlich, weißt du was? Lassen wir sein. Krasse, heftige Schemaaktivierung bei Alex, dass sie sagt von wegen, glaubst du, die anderen Männer schreien ihre Frauen auch so an? Weil das war ja immer ein Thema bei Couple Challenge und auch bei Temptation Island, wie er halt mit Christina umgegangen ist, dass er da so der Macho-Typ war und der sie angeschrien hat. Und das hat ihn die ganze Zeit verfolgt. Und er wollte eigentlich hier, indem er beim Sommerhaus mitmacht, so ein bisschen sein Image aufpolieren. Aber das klappt nicht, weswegen er dann richtig wütend wird. Und er denkt wirklich, sie hintergeht ihn. Dabei wehrt sie sich. Sie grenzt sich nur ab. Sowas Respektloses. Fang mal jetzt an, Maske zu verlieren, ha? Schämen solltest du dich, schämen. Ja, die Maske ist schon lange gefallen. Ich finde auch der Umgang miteinander, ihr beide, also... Also das bringt nichts, finde ich. Seit einem Jahr sind die ja zusammen und ich finde, da sollte so ein bisschen Alex mal darüber nachdenken, wer hier da eigentlich der Schuldige ist. Weil mit Christina hat es ja auch nicht geklappt, da hat er auch Christina die Schuld gegeben. Und jetzt mit Vanessa, ja. Kannst du nicht mal gerade, ehrlich. Überleg mir noch fünfmal, ob ich das hier mit dir echt mal machen will. Das ist auch nicht gut für die Beziehung, dass man immer wieder jemanden bedroht, damit, dass man eventuell Schluss machen wird oder dass man hier nicht mehr mitmachen möchte. Das macht eigentlich die stabile Beziehung kaputt. Naja, nicht die stabile Beziehung, die Beziehung, die vorhanden ist. Körperlich, ich habe Schmerzen. Ja, körperliche Schmerzen. Die ist mit deiner Frau und wie scheiße hier. Nein, hör auf, ich habe ihr mein Bestes auf, gegeben und du schreist mich an. Also Vanessa war hier auch nicht ohne. Sie hat auch gekontert. Sie hat ihn auch aus der Reserve gelockt. Aber, ja, die müssen halt daran arbeiten. Ich finde, Alex hat ja zum Teil auch mit dem Coach ganz gut ist er weitergekommen, indem er halt Valentina standgehalten hat, aber irgendwann hat er dann aufgegeben. Der Druck war einfach zu groß, glaube ich, für ihn. Du weißt einfach nicht, was ja, du möchtest. Dich nicht mehr. Und das ist auch natürlich nicht so schön, ne? Also, die gehen schon eklig miteinander um. Meine Arme tun weh, meine ja, Arme tun weh. Ja, es tut weh, weil du um den Sack getrunken hast gestern. Bist du peinlich? Du bist peinlich. 32 und bin du bist peinlich, so. 23 und denkst, du bist ja. Alles. Du ja. Bist nicht allwissend. Alle sind du bist alles, aber lebensunerfahren. Du bist lebensunerfahren hat er damals ja auch bei Christina gesagt. Er meinte, dass die Vanessa bei Temptation Island VIP, wo er sich dann von Christina getrennt hat am Lagerfeuer, hat er doch gesagt, dass die Vanessa viel reifer ist und dass die Christina niemals an die Reife ankommen wird, die Vanessa hat. Also was erzählst du hier für Mist, Alex, bitte? Akzeptier das. Mach weiter. Akzeptier das. Alle Frauen sind für dich unerzogene kleine Gören. Nein, du. Unerzogene kleine Gören. Ja, das ist des Öfteren schon vorgefallen und das denkt Alex, glaube ich, wirklich. Ich? Ah, du. Und deine Ex-Freundin war es auch? Warum gehst du jetzt auf die Ex-Freundin? Weißt du, ist, ist das Mann. Stark von dir gerade? Bist du stark? Du bist gerade auf dem gleichen Level wie Valentina. Stark? Das ist schon richtig frech, dass die Christina mit hineinbezieht. Das geht nicht, Vanessa, das kannst du nicht machen. Das ist nicht in Ordnung. Auch, dass Vanessa halt sagt, dass sie Schluss machen wird mit dem Alex. Dabei manipuliert sie ihn ja auch, um ihn auf die richtige Spur zu bringen. Ist auch keine richtige Haltungsweise. Das macht nur noch die Beziehung kaputter. Ah, der böse Alex, das kannst du doch gut. Schön in die Opferrolle schlüpfen. Das kannst du perfekt. Okay, und jetzt werden halt harte Geschütze ausgefahren.
Es ist wirklich der Tiefpunkt deren Beziehung. Ich werde jetzt da gleich reingehen und meine Sachen packen. Ich brauche hier nicht mit dir bleiben. Mach, was du willst, beschissen. Sie versucht es. Sie versucht ihn zu manipulieren, aber das juckt ihn irgendwie nicht. Ich glaube, ein Alex kannst du mit solchen Sachen nicht manipulieren, weil er selber ein sehr guter Manipulator ist. Das ist scheißegal, Alex, unsere Konkurrenten. Alex, unterm Strich passt das hier gerade einfach nicht mehr. Ja, passt doch nicht, aber warte mal kurz. Bleib ich mal möchte gerade nicht, ich möchte für mich sein. Ich möchte nicht mehr mit dir reden. Rein. Sie braucht ihre Privatsphäre, er möchte immer noch sie maßregeln, sie kontrollieren und sagen so, komm, bleib hier stehen. Da ist wieder der PR-Agent, kommt aus ihm raus, so nach dem Motto, wir müssen jetzt gut ausschauen für die anderen Kandidaten, sonst können die uns rauswählen, sonst können sie uns nominieren. Das hier ist der absolute Tiefpunkt unserer Beziehung, falls man das überhaupt noch Beziehung nennen kann. Am besten wäre es, glaube ich, wenn sie sich getrennt hätten. Was ist los, Dicken? Ach, Katastrophe. Du wolltest ins Bad. Lass sie mal bitte erstmal ins Bad. Ach so, ja. Sie soll ein bisschen runterkommen, weil sie ist gerade emotional. Also dadurch, dass natürlich alle das mitkriegen und sie das auch allen anderen in der Gruppe erzählt, die Vanessa, manipuliert sie auch indirekt die Gruppe, weswegen dann sie oder die meisten auf ihrer Seite sind. Deswegen wird deren Beziehung auch kritisierbar, diskutierbar, weil sie es halt so offenlegt. Aber es ist jetzt nicht wegen des Spiels, sondern wegen euch, oder? Ja, wegen dem. Also nur am Ausrasten, am Schreien, am Treten. Pia redet halt mit Vanessa darüber und geht dann zu Edith und Erik, obwohl die das ja auch das meiste mitgekriegt haben. Erzählt denen das nochmal. Ich will euch ein bisschen allein lassen. Vanessa möchte einfach so ein bisschen für sich sein, ein bisschen aufatmen, aber Alex akzeptiert das irgendwie nicht. Er möchte sie halt überall maßregeln und kontrollieren. Männer in dieser Form brauchen Hilfe. Und die müssen aber bereit sein, Hilfe anzunehmen. Ich weiß nicht, ob Erik ein bisschen zu weit gegangen ist bei dieser ganzen Sache. Bestätigt es Vanessa ja auch, dass er eigentlich eine Therapie braucht. Alex, Vanessa, kommt ihr mal kurz, würden gerne mal mit euch sprechen. Dadurch, dass es halt Erik und Edith Stefans mitgekriegt haben, wollen sie jetzt mit Alex und Vanessa reden. Geht halt so für uns nicht wirklich. Funktioniert für uns nicht, dabei zuzuschauen. Da scheint bei dir irgendwas zu sein, wo du über die Grenzen deiner Frau gehst. Also, an sich ist es ja cool, dass man mit denen darüber reden möchte, das klären möchte, weil man es gesehen hat. Aber grundsätzlich ist diese Intervention, die Edith und Erik mit den beiden führen, ein bisschen zu viel, finde ich, weil man muss eine vertrauenswürdige Basis zu Alex hergestellt haben. Also bevor man überhaupt ihn mit solchen Sachen konfrontieren kann. Sie schlagen sich halt auf die Seite von Vanessa. Sie kennen nur die eine Seite. Und das finde ich halt hier nicht in Ordnung. Ich finde das ein bisschen zu viel. Wo du sie auch irgendwie im Interview kneifst oder anrempelst oder so? Das weißt du doch gar nicht, Erik. Ich finde, das ist hier ein bisschen zu viel. Er konfrontiert ihn mit der Sache, der Erik. Und Alex stellt sich quer und sagt halt von wegen, das weißt du doch überhaupt gar nicht. Aber Vanessa hat halt das Ganze offengelegt, weswegen das Ganze diskutiert wird. Das ist für mich Kneifen. Ist das Kneifen? So? Ist das Kneifen, Digga? Ist das Kneifen? Fass mich nicht an. Ist das Kneifen? Was soll sonst passieren? Was soll passieren? Fass mich nicht an. Was soll passieren? Ja, fass mich nicht an. Okay, wenn, glaube ich, Zico nicht dazwischen gewesen wäre, wäre es ausgeartet. Alex hat Erik angefasst und ihm einfach demonstriert, ist das Kneifen? Also es war wahrscheinlich nur Anstupsen. Aber Erik, du bist auch selbst schuld, indem du das Thema aufgreifst. Ich glaube, Alex wollte nichts Übergriffiges machen, wollte es ihm das einfach nur zeigen. Musst du dich auch nicht wundern, wenn er das versucht zu demonstrieren und sich zu erklären. Also die vertrauenswürdige Basis ist ja überhaupt nicht hergestellt worden. Ein Move, Digga. Was dann? Bitte. Was dann? Mach! Bitte. Ey. Was dann, Erik? Hey. Trink mal noch ein Eis. Deine Maske ist gefallen. Und der Erik, der provoziert halt auch hier. Und das finde ich auch nicht in Ordnung. Wenn du mit jemandem reden möchtest, Erik, dann sollst du es anders machen, aber nicht so. Das geht überhaupt nicht. Ich war verletzt, aber ich wollte es nie so aussehen lassen, wie es jetzt letzten Endes war. Und es ist so krass, dass ich mir jetzt einfach denke, so boah, heftig, zu was man fähig ist. Ja, und hier hat sie halt gemerkt, dass das ausartet. Hier kommt die Wende. Und sie versucht, das Ganze runter zu bagatellisieren jetzt. Das sind Fake-Shirts. Warum machst du das jetzt hier, wo alle
dir zuschauen wie ein Theaterstück mitten auf der Bühne. Und das finde ich auch so, wenn ich mir das so angucke, so ein bisschen manipulativ, diese Versöhnung, und so gestellt. Findet ihr nicht? Kriegt euch gegenseitig in den Arsch, ist doch toll. Und Erik versteht das überhaupt nicht, weil sie sich ja die ganze Zeit direkt vor deren Augen sich gestritten haben. Sie hat geweint, hat Schutz gesucht und wollte mit anderen Leuten darüber reden, hat das Ganze offengelegt. Also nicht zu verstehen, ne? Liebe Stars, heute wurde das Paarspiel richtig einlochen gespielt. In der schnelleren Zeit haben dies Valentina und Jan geschafft. Ihr seid damit vor der nächsten Nominierung geschützt. Also sollen wir kotzen oder kotzen? Du hast... Ja. Na, ich möchte Cola. Was überprüft er dann da, ob sie ein BBL hat? Und zur Belohnung wedelt sie dem Jan die Palme. Liebe Stars, willkommen zum Spiel Du blöder Mixer. Das nächste Spiel steht auch an. Die Männer müssen zu der Beziehung oder zu ihrer Beziehung ein paar Fragen beantworten. Falls sie die falsch beantworten, wird dann so ein Mix-Cocktail über den Kopf geschüttet. Aber schaut mal, wie die aussehen, die Cocktails. Auf die Schüttehäupter wartet Verdorbenes, Verguren und Verstorbenes. Uah, richtig eklig. Wer von uns beiden ist intelligenter? Ich. Jawohl. Ich. Ich? Dein Ernst? Erik, natürlich bin ich's. Das klären wir doch mal. Scheiße, natürlich du. Scheiße, sorry. Nicht, dass du mich jetzt auspeitsch, Edith. Natürlich bist du das, meine Gebieterin. Was tönt mich beim Sex ab? Was tönt dich beim Sex ab? Keine Ahnung, wo soll ich das denn wissen? Hä? Hatten wir schon mal Sex? Woher soll ich das wissen? Arschloch lecken. Nee, aber find's ja eigentlich geil. Oh Gott, dass sie da auch alles offenlegen, ne? Oh, bitte. Welche Sexstellung mag ich am liebsten? Missionar. Ja. Doggy-Style. Ja! Jetzt wissen wir alles. Sogar die Nachbarschaft weiß, welche Stellung ihr im Bett bevorzugt. Der letzte Frage. Das ist dann nicht schlimm. Für mich so schlecht. Oh, der Arm, der weint jetzt. Es kam die Frage beim Spiel, was das Schönste an deren Beziehung ist. Und dann hat er gesagt, so oder war, dass sie in Paris irgendwie waren. Das hat er irgendwie gesagt. Aber Justine war dann irgendwie schockiert, weil das Schönste sei ihr Kind gewesen. Und deswegen weint er auch, warum er das vergessen hätte. Das ist wieder die Dingsliste. Oh, Essensliste. Kannst du draufschreiben, alles. Komm, jetzt ein Schlafzimmer. Ja. Das finde ich auch extrem egoistisch von Valentina und Jan. Die lieben das irgendwie, die lieben Drama, Streit. Und jetzt haben sie die Essensliste bekommen. Normalerweise müssten die das zusammen aufschreiben, alles, was sie noch weiterhin wollen im Haus. Pia hat dir ja direkt gesagt so, aber unmöglich, wie die sich verhalten. Schreib bitte auf Erdbeeren, Zitronen, Bier und ein ganzes Hähnchen, damit sie sich nochmal aufregen. Boah, deine Schrift kann man nicht lesen. Nee, also ich finde, er hat eine schöne Schrift und ich finde auch krass, dass Valentina wirklich darauf aus ist, nochmal ein Hähnchen in den Ofen zu schieben und nochmal das Ganze alleine zu essen und sich zu streiten. Die lebt dafür, das ist so ein Elixier für sie. So, Schatz, wer von uns beiden ist intelligenter? Ganz klar ich. Stimmt. Natürlich ich, ne? Wer sonst? Also ich hätte echt gedacht, dass es Ricarda ist. Aber hätte Ricarda gesagt, dass sie es ist, dann wäre alles offen, ne? Dann gäbe es richtig Streit. Mein Gott, ne, ehrlich, das ist so eine Frechheit, ne? Richtig so, ehrlich, geschieht dir recht, aber du eine doofe Antwort, ey. Boah, halt die Fresse, ohne Scheiß, ehrlich. Das riecht schon echt unangenehm, ey, nicht kotzen oder so, ne? Also er schüttet ihr so richtig ekliges Zeug über den Kopf und sagt so, nicht kotzen, ne? Ja, weil er irgendwie falsch die Frage beantwortet hat. Also wirklich, Maurice ist echt wirklich toxic pur, Red Flag hoch 10. Was tört mich beim Sex ab? Was ist das denn? Ich hatte noch nie Sex mit dir. Nichts. Was ist das für eine Antwort? Ja, ich stehe auf fast alles. Ja, tu die Karte weg. Ja, sie steht auf alles. Sag mal, Mäuschen, hast du keine Grenzen? Also magst du es auch angekackt zu werden, oder wie? Wer von uns beiden ist gereizter? Ja, ich. Ja. Ja, komisch, hä? Ja, sieht man ja. Doof, ehrlich, ja. Ja, was? Wer bist du, dass du so mit mir redest? Wer bist du?
Wer bist du eigentlich, der ihr irgendwie die ganze Zeit Vorwürfe macht, der sie anschreit, der sie abwertend behandelt? Kein Wunder auch, dass sie sich getrennt haben. So, wo liegt meine erogene Zone? Ja, an deinen, die sind echt schön an deinen Nippeln. Na, wenigstens etwas. Du wirst aber heute Abend nicht drankommen. Das ist ja am Arsch stecken. Wie abwertend er ist. Also, so respektlos kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Weil er meint ja eigentlich in seiner Insta-Story zum Beispiel, dass Respekt sehr, sehr wichtig ist, dass Ehrlichkeit sehr wichtig ist, aber er weiß wahrscheinlich gar nicht, wie Respekt geschrieben wird. Wo liegt meine erogene Zone? Da. Am Hals. Ja, irgendwo hier an der Dose, die ich noch nie angefasst habe. In der Beziehung muss man gegenseitigen Respekt haben. Du bist so doof. Das Wichtigste ist doch Ehrlichkeit. Vertrauen. Ich hab aber, weil du noch Respekt sagst. Kann man so was Doofes antworten? Er Respekt. Nur weil er die richtige Antwort nicht wusste, er hat auf Ehrlichkeit und auf Vertrauen getippt, glaube ich, was ja auch sehr, sehr wichtig ist in der Beziehung. Aber respektvollen Umgang miteinander ist sehr, sehr wichtig. Das hat sie halt gesagt, weil er ja immer von Respekt redet. Aber er behandelt sie deswegen hier so respektlos. Also, Maurice, ist doch Respekt schon sehr, sehr wichtig in der Beziehung. Wie oft haben wir denn Sex? Sag mal, wie oft denn? Ja, letzte Bam, Mal. Immer, nee, ich war's ja nicht. Ach, wir haben bestimmt jetzt locker ein, zwei Monate nicht mehr gebumst. Ah, okay. Wir erfahren wirklich sehr, sehr viel bei diesen Spielen. Deswegen ja komplett diese Spiele die Beziehung widerspiegeln, finde ich. Und Maurice denkt ja wirklich, er ist der Geilste. Und jetzt merken wir halt oder sehen halt, dass sie seit 2 Monaten keinen Sex hatten. Wo fängt für mich Fremdgehen an? Mit den Blicken? Im Kopf. Dass die gerade diese Frage gestellt bekommen, finde ich auch lustig. Bei den anderen habe ich es gar nicht gehört, nur bei den beiden. Ja, was denkt ihr, wo fängt Fremdgehen an? Warum lässt er denn deinen Arsch operieren? Weil der dir nicht gefällt. Ich will meinen Bauch für eine Fettabsaugung. Du Vogel! Mir hat das jetzt heute gezeigt, dass er mir nicht zuhört. Warum lasse ich an mir nichts operieren, weil ich mich geil finde? Du bist so ein ekelhafter Macho, ehrlich, ey. Nö, das bin ich nicht. Also er hat ja auch direkt gesagt, sie hat ihre Nase machen lassen, sie hat ihre Lippen, ihre Wangenknochen, ihr Po will sie sich machen lassen oder hat sich machen lassen, ich weiß es nicht. Und jetzt will sie auch ihr Bauch machen lassen, also Fett absaugen lassen. Lass sie doch, wenn sie es will, Maurice. Also nicht jeder ist so überzeugt von sich selbst wie du. Weil wir mussten hier im Hause Akzeptanz lernen, Akzeptanz, Dinge runterzuschlucken. Ich finde, das ist jetzt keine asoziale Aktion, es ist einfach... Das ist einfach nur ignorant, wenn man da nur an sich denkt. Du kannst nur akzeptiert werden, lieber Can, wenn du dich in die Gruppe involvierst und die anderen versuchst zu akzeptieren. Aber genau so ging es auch mit, zum Beispiel mit den Eiern. Wurde einfach gesagt, ihr kam zu spät, ihr habt bis 13 Uhr geschlafen. Da kommen wir nicht wieder an diesen scheiß Eiern, Alter. Anscheinend hast du davon zu wenig. Das Bengel, Alter. Es gibt wieder Beef am Tisch. Ist verständlich, weil Can erzählt, dass immer noch mit den Frühstückseiern, dass denen nichts übrig gelassen wurde, weswegen er dann jetzt die Einkaufsliste einfach in die Hand genommen hat und das alles aufgeschrieben hat, was er wollte. Und Tico betitelt ihn als Bengel. Hat Alex auch schon getan, das finde ich auch nicht in Ordnung, aber muss man sich auch nicht wundern, weil Can und Valentina schießen ja auch die ganze Zeit. Liebe Stars, heute wurde das Paarspiel Du blöder Mixer gespielt. Am besten von allen Paaren kennen sich Ricarda und Maurice. Wow, dass die beiden das geschafft haben, hätte mich gewundert, weil wie abwertend die miteinander umgegangen sind beim Spiel, geht ja gar nicht. Ganz, ganz schlimm, vor allen Dingen, wie Maurice mit Ricarda geredet hat. Aber gut, die haben es anscheinend geschafft. Ohne Angst zu haben. Und das heißt, dann dürfen wir wieder... Also, wie hat er dann da an ihrer Dose geschrubbt? Habe ich das gehört? Oh, ist ja richtig schlimm. Hat das nicht wehgetan, Ricarda? Vanessa, meinst du, man kann zu viert oder so mit Alex ganz, ganz normal halt reden, dass er auch einmal vielleicht mal zuhört, was das Thema betrifft? Nee. Du weißt, also, welches Thema, ich glaube, das Ding ist durch. Also, ich glaube, ja. Also, will sie immer noch das Thema besprechen mit der Einladung, dass sie nicht eingeladen wurde? Oder welches Thema meint sie? Ich finde, das bringt überhaupt nichts mehr. Da bekommt ihr euch nur in die Wolle. Aber Valentina hat jetzt eine andere Strategie wahrscheinlich. Sie möchte jetzt wahrscheinlich gegen den Zico schießen. Alex ist mittlerweile uninteressant für sie, weswegen sie dann denkt so von wegen, ja, wir können uns ja wieder versöhnen. Wir können es doch gerne morgen machen nach dem Spiel.
Könnt ihr auf uns zukommen, dann, wenn ihr dann soweit seid. Alles klar, danke. Alles klar. Alex hat dem Ganzen zugestimmt. Er hat sich sogar bedankt. Also, ich hätte mit Valentina überhaupt kein Wort mehr gesprochen. Schatz, es gibt doch nur so Eier von anderen Tieren, die sind richtig klein. Wachtel. Da hast du Wachteleier. Jetzt haben wir das ihm so richtig gegeben. Jetzt kommen wir auch zur Nominierung. Mal gucken, wer nach Claudio Obert und Max mit rausfliegt oder vielleicht in die Exit-Challenge kommt. Dieses Leuchten konnten wir bei Alex und Vanessa leider nicht sehen. Und deshalb haben wir uns für euch entschieden. Alex und Vanessa. Alex und Vanessa haben schon zwei Stimmen. Von Edith und Erik steht fest, sowie von Zico und Pia. Alex, mit dir hatte ich eigentlich nie ein Problem. Deswegen reden wir dann einfach später. Deswegen haben wir euch nicht nominiert. Krass, was für eine Wende. Hätte ich nie gedacht. Also, das größte Problem war doch für dich, Valentina, Alex. Zico und Pia. So, und ich sag dir jetzt auch noch mal eins. Ich bin Valentina Doronina. Ich rede, wann ich will. Oh, wow. Hände hoch, Hosen runter. Hier ist Valentina Doronina. Warum gehst du dich einfach mal nach vorne, Can? Nee, brauche ich nicht. Ich bin hier, um meine Frau zu unterstützen und keine Show zu machen. Also, halt die Schnauze. Die Show, die hast du schon oft halt genug die gemacht. Schnauze. Wie unverschämt abwertend Valentina Pierre gegenüber ist. Sie hat einfach eine Kritik geäußert und hat gesagt so, Can, wieso gehst du nicht nach vorne? Und Valentina wird ihr richtig respektlos, obwohl sie ja die ganze Zeit sagt, Respekt ist so wichtig und hier im Haus ist keiner, der respektvoll mit uns umgeht. Also vielleicht solltest du erstmal bei dir anfangen, Valentina. Tim und Carina. Ja. Erik und Edith? Ja, das war alles, ne? Ich glaube, das war es. Abel hat ja hier den Tim und die Carina gewählt und er ist eben total nah am Wasser gebaut. Ne? Er hat das überhaupt nicht verstanden und dachte so, das muss ich jetzt hinter mich bringen und eigentlich will ich die gar nicht wählen, aber die müssen ja irgendwie jemanden wählen. Es kam ein paar auf uns zu und hat unsere Streitigkeiten natürlich miterlebt. Vergessen kann ich das aber nicht und muss euch die Stimme dafür geben. So groß sind Wachteleier. Also ich glaube zu Recht, weil ihr euch in deren Beziehung eingemischt habt. Ihr habt nicht mal irgendwie ein Vertrauen aufgebaut zu denen, sondern habt das Ganze rausgehauen. Ich finde das ja gut, dass man sowas klären möchte. Dann sollte man das auch anders klären. Und ja, das war's. Purer Verrat. Das hat mit Verrat zu tun. Nein. Seine Meinung. Es geht um Gradlinigkeit. Was du über ihn erzählt hast, ne? Es geht um Gradlinigkeit. Du bist null gradlinig, weil du... Ich bin 100% gradlinig. Krass. Gradlinig sieht anders aus. Der Maurice hat jetzt einen Höhenflug und ist der Meinung, dass Alex sich versöhnen möchte mit der Valentina und das sieht er nicht gradlinig an. Nein, die wollen einfach nur Frieden schließen. Die lieben sich nicht, aber die möchten respektvoll miteinander umgehen, glaube ich. Das ist das Thema hier. Das heißt nicht, dass sie gleich Big Friends werden und Maurice fand das nicht in Ordnung. Weswegen er jetzt Alex und Vanessa gewählt hat. Also ich finde das auch wirklich sehr, sehr falsch, wie Maurice da mit dieser Sache umgeht. Hat der Junge keinen Stolz und keine Ehre? Lieber gehe ich hier mit Stolz und oben mit erhobenen Hauptes nach draußen, bevor ich meinem Feind die Hand gebe. Aber bevor du das Ganze noch nicht verstanden hast, kannst du darüber auch noch nicht reden, lieber Maurice. Nominiert sind die zwei Paare mit den meisten Stimmen. Sie müssen in einer Exit-Challenge gegeneinander antreten und um den Verbleib im Sommerhaus kämpfen. Also, nächste Folge haben wir die Exit-Challenge zwischen den Stehfest und Alex und Vanessa. Ich bin echt krass gespannt, weil in dieser Staffel hatten wir noch keine Exit-Challenge. Du bist so ein falscher Mensch, ne? Ich bin schwer enttäuscht von dir, Maurice. Wirklich, von Herzen schwer enttäuscht. Wirklich, ich meine das ernst. Ehrlich, ich meine das ernst. Ich kann es super gut verstehen. Ich finde den Maurice ja auch extrem unterirdisch in dieser Folge und auch hier sehr, sehr falsch. Also geradlinig, sieht anders aus, hat kein Rückgrat bewiesen, ganz schlimm, geht überhaupt nicht. Und da kann ich auch Alex' Reaktion sehr gut verstehen, obwohl ich kein Fan von ihm bin. Das war's auch, meine Lieben. Ich bin echt derbe gespannt auf eure Kommentare, was ihr darüber denkt, wie Alex sich hier verhalten hat weiterhin, wie Vanessa sich verhalten hat vor allem. Das würde mich auch sehr, sehr interessieren. Ich finde sie auch sehr, sehr manipulativ in dieser Folge. Und ob ihr diesen Move von den Stehfests in Ordnung fandet, ob das nicht zu viel war,
Das würde mich mal sehr interessieren. Falls du natürlich noch am Kanal bist, über ein Abo würde ich mich freuen. Ein Daumen nach oben, natürlich Kommentare. Und falls du natürlich ganze Folgen streamen möchtest, unter meiner Beschreibung findest du einen Link zu rtlplus.com. Da kannst du auch die ganzen Folgen streamen. Ihr könnt mir natürlich auch über Insta und auf TikTok folgen. Ich danke euch vielmals.